Hallo ihr Lieben, ich habe wieder eingekauft und das wollte ich euch gern zeigen. Also ich war im Action, da ist es jetzt nicht ganz so viel. Und dann habe ich mir noch zwei Kleinigkeiten bei Amazon bestellt und bei Bastelwelt Showbiz. Ich würde jetzt gerne erstmal wieder ein paar Sachen zeigen, die ich gebastelt habe. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Soll ich Hauls und Kraftupdates in verschiedenen Videos machen oder findet ihr das so gemischt besser? Also das würde mich mal interessieren. Ansonsten teile ich es nämlich dann wieder und mache mal extra Videos für Kraftupdates. Ja, das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Und wir fangen mal mit den Kraftupdates an. Da haben wir einmal hier so ein Mini-Album. Das war mal aus einem Action-Block. Aus einem 6x6, nicht Action. Oder Action oder Teddy. Oder ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich da das. Meine Blöcke holen. Ob ich das Cover dazu noch habe. Das kann auch sein. Ah, schade, ich habe nur die Rückseite. Aber vielleicht kennt ja der ein oder. Ach hier, doch. Das ist noch da. Also hier, der war doch vom Action, glaube ich. Den hatte ich mir mal mitgenommen. Und da ist das draus entstanden. Ja, ich habe hier so ein paar Blümchen. Das war mal, diese hier waren an einem Haarband dran. Das habe ich mir gekauft wegen den Blümchen und habe das dann abgemacht. Ja, Seite und hinten ist relativ schlicht. Das ist hier nur so ein Klammerchen zum Zumachen. Und hier das Krönchen, das war mal Gold. Da hatte ich mal so ein Beutelchen voll irgendwoher, aber das ist schon uralt. So, hier das war aus einer anderen Kollektion. Ja, dann habe ich hier wieder, das macht mir ja voll Spaß, hier solche kleinen Embellishments zu machen aus Restern. Ja, und dann ist das eigentlich immer so aufgebaut, dass es hier aufgeht. Und hier. Und hier hat es noch eine Tasche, aber da bin ich noch nicht fertig. Da kann man dann noch eine Fotomatte reinmachen. Ein so eine Seite ist aus einem 12x12 Bogen Cardstock. Also hier so ein Teil. Da hat man dann zwei Klappen und eben eine Tasche. Ja, so viel habe ich jetzt hier nicht dekoriert, weil hier so ein Seitenelement, das liegt ja relativ flach aufeinander. Also da kann man jetzt nicht so viel dekorieren. Es geht dann eben nur an diesen Seiten. Ja, das Papier ist okay. Mir gefallen die eigentlich ganz gut, aber ich bin ja eben nicht so der, sagen wir mal, günstig Papier-Fan. Ich weiß nicht warum. Irgendwas stört mich da. Also bei diesem Block jetzt nicht, da ist jetzt. Ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Ich bin trotzdem ganz zufrieden mit dem Album. Also es passen viele Bilder rein, wenn man dann noch hier die Fotomatten da drin hat. Bei mir ist es immer irgendwie, mir fällt es schwer zu dekorieren. Ich weiß nicht warum. So, das schiebt man dann hier so ein bisschen drunter und macht es mit dem Klammerchen wieder zu. Also ich finde es ganz niedlich, auch wenn das jetzt nicht so erste Wahlpapier ist für mich. So, einmal das. Dann habe ich was ultra cooles gemacht. Da ist auf jeden Fall eine Anleitung geplant, wird aber noch ein bisschen dauern, weil, ja, wie schon gesagt, Kinderbeschulung zu Hause arbeiten und Haushalt und ja, es ist alles ein bisschen schwierig gerade. Auf jeden Fall habe ich hier so eine, ja, im Englischen heißt es Keepsake Box, so eine Erinnerungsbox. Es ist wie ein Buch aufgebaut. Und dann hat man halt hier drinnen so ein paar Fächerchen, wo man Schnullerketten aufbewahren kann oder die ersten Söckchen oder ja, was einem da so einfällt, keine Ahnung. Hier habe ich jetzt so ein Fotomatte hingemacht und einen Bilderrahmen mit hier so einer Folie. Heute ist es wieder schlimm, heute geht es wieder nur. Es tut mir leid, es ist noch früh. Ich
bin noch nicht so ganz wach oder mein Gehirn oder was. Auf jeden Fall kolorierte Stempelabdrücke habe ich hier aufgeklebt. Und dann einfach hier so ein paar Stanzteile. Das Papier ist von Stampin' Up. Und das fand ich so niedlich. Also das ist, ich mache immer so erst ein Dummy, bevor ich dann ja das echte Objekt bastel. Deswegen hier ist noch ein bisschen schief alles und das gefällt mir nicht. Deswegen muss ich das nochmal ändern. Ja, also das fand ich richtig cool. Den kleinen Schublädchen. Ist jetzt nicht für Bilder, aber eben so, ja, die erste Haarlocke oder weiß ich nicht, was man alles so aufhebt. Dieses. Und dann ein Projekt, das hat ein bisschen länger gedauert. Passt gar nicht drauf. Ich muss euch mal ein Stück hochfahren. Mein Sohn, der spielt hier Fußball. So, hier sitzt er mein Mikro. Moment. Mein Sohn spielt ja Fußball. Und ja, da wollte ich schon die Bilder auch dementsprechend ein bisschen aufbewahren. Das Papier hatte ich euch, glaube ich, auch in einem Haul gezeigt. Das war von, weiß ich nicht, ich schreibe es euch in die Infobox, da könnt ihr nochmal nachschauen. Auf jeden Fall sieht das gute Stück so aus. Da habe ich auch, was ich besonders cool finde, habe ich euch auch in einem Video schon mal gezeigt, denke ich. Anstatt das zu laminieren, was ja bei solchen Sachen schwierig ist, habe ich so selbstklebende Bucheinbandfolie genommen und habe mir das hier draußen, ja, man sieht es ein bisschen, draufgeklebt, dass es einfach ein bisschen stabiler ist und mein Sohn das auch mal in der Hand nehmen kann. Sonst, wenn das jetzt nur Papier ist, da franzt ihr vielleicht eine Ecke ab oder ja. So der Plan dahinter. Dafür ist auch ein Tutorial geplant, weil ich das echt cool finde und das muss ich euch zeigen. Hier sind leider ein paar Bläschen, aber die kann man noch rausreiben. Und da es für meinen privaten Gebrauch ist, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Hier habe ich zwei Magnete, um das zuzumachen. Und dann geht das Ganze so auf. Und hier hat man wirklich eine Tonne Platz für Bilder. Also ich versuche ja immer, dass meine Alben, dass wenigstens 9x13 Bilder reinpassen. Und das ist ja hier optimal. Ja, also, so sieht das Ganze aus. Und dann klappt man das hier noch auf. Ich rücke mal ein Stück rüber. Das ist hier eigentlich zugebunden mit einer Schleife. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Da habe ich hier so Threads reingemacht. Nee, wie heißen die? Eyelets, genau. So, und dann klappt das hier nochmal auf und dann hat man hier wirklich ganz viele Fotomatten für ganz, ganz viele Bilder. Ich meine, wenn die so Fußballturnier haben oder so, da macht man ja schon das ein oder andere Bild. Also hier. Und dasselbe hat man jetzt hier auf der Seite auch nochmal. Das klappt sich dann auch so wieder auf. Und dann hat man hier das Ganze nochmal. Ich habe jetzt immer was von dem Papier genommen und einen farbigen Kartstock, der dazu passt. Ja, ich blätter jetzt hier nochmal ganz schnell durch. So. So sieht alles. Dann haben wir hier Taschen, wo ich dann nochmal so Fotomatten gemacht habe. Die habe ich jetzt nicht weiter beklebt. Diese Einsparung habe ich mit dem Envelope Punchboard gemacht. Und es ging relativ schnell. Sieht sehr, sehr aufwendig aus. Es macht auch Arbeit. Das wollen wir mal nicht schönreden. Aber ich finde, es sieht aufwendiger aus, als es ist im Endeffekt. Ja, hier wieder so ein paar Fotomatten. So, und hier in der Mitte, das kann man dann nach oben aufklappen. Hier wieder. Das ist in 7x10 Bilder, die dahin passen. Hier unten haben wir dann so eine große Tasche, wo ich dann hier so ein riesen Booklet reingemacht habe.
Auch hier mit dem Envelope Punch Board. Ja, das war das Papier, das hat sich jetzt hier, hätte ich vielleicht, werde ich vielleicht so ein paar Passbilder aufkleben von den Kindern, die in seinem Verein sind. Ja. Und dann haben wir jetzt hier noch ganz verschiedene. Ja, ich finde das ja schön, wenn man hier so ganz viele Sachen irgendwo rausziehen kann und Sachen entdecken kann. Dann hier noch so große Fotomatten. Dann haben wir hier einen Umschlag, den habe ich mit Klettband beklebt. Den kann man so aufschlagen. Dann hat man hier nochmal Platz für ein Foto und dann kann man ja hier drin noch ganz viele verschiedene Sachen sammeln oder eben auch noch für Bilder benutzen. So, das Ganze kann man dann noch so aufschlagen. Und da haben wir hier wieder ganz viele Taschen, wo man Bilder, Urkunden oder was weiß ich aufbewahren kann. Und eben wieder so ein paar Fotomets. Das waren hier so Project Live-Karten oder wie die heißen. Die waren zum Ausschneiden dabei. Und dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Wasserfall. Auch wieder für Fotos. Und hier hinten haben wir das einfach nochmal. Ja, das ist dann die Rückseite. Und hier kann man eben Sachen sammeln oder man nimmt es für Bilder. So, das Ganze klappt man dann hier wieder hoch. Das lege ich jetzt einfach mal hier rein. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Das finde ich ganz cool. Ach so, falsch, gell? Ach, das mache ich dann. Ich wollte es euch ja nur mal kurz zeigen. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ob ihr Interesse an einem Tutorial habt, an so einer, ja, Sammelmappe fürs Kind oder für wen auch immer. So, und jetzt zeige ich euch noch, was ich eingekauft habe. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir mal mit Amazon weiter. Da habe ich nur zwei Sachen und zwar einmal hier diese Stanzschablone mit den Zahlen. Die sind etwas größer. Weiß ich natürlich nicht, wie groß. Also, 3 cm. Ich habe ganz kleine Zahlen und mehr so, ja, so Schnörkelzahlen. Und die fand ich jetzt, die kann man auch mal für Kinder nehmen oder so. Deswegen habe ich mir die mitgenommen. Ich verlinke euch das unten. Ich weiß nicht mehr, was das gekostet hat. Und dann hier schleiche ich ja schon ganz lange drumherum. Um so ein Kit, eigentlich brauchte ich nur die zwei Sachen. Aber einzeln waren die fast genauso teuer wie das ganze Set. Und ja, das ist von VR Memory Keepers. Habe ich auch schon mal reingelunzt. Auf jeden Fall hat man hier so eine kleine Schere. Habe ich noch nicht probiert, aber ich denke mal, die geht gut zum Ausschneiden. Für kleinere Sachen. Ich habe hier die von Tim Holz. Die ist ziemlich dick. Also die liebe ich über alles. Das ist die absolute Superschere. Aber für so ganz kleine, feine Sachen geht die bestimmt besser, denke ich mal. Dann habe ich hier so ein ganz cooles Falztool. Das ist einfach, weil das schön in der Hand liegt. Ich habe ja eins aus Knochen, also so richtig ein Bone Folder. Dann bei meinem Falzbrett war so ein Plasterdingens dabei. Das nehme ich auch nicht so gerne. Und ich wollte eben mal was, wo man auch mal größere Seiten so ein bisschen handlicher das hat einfach. Deswegen dieses. Und dann hier so ein Häkchen-Dingens, um die Folie von dem doppelseitigen Klebeband abzufummeln. Das ist manchmal echt ätzend, wenn man dann da mit dem Finger und dann hat man vielleicht Acrylnägel drauf und dann geht das überhaupt nicht. Ah, dann ist hier noch so eine Pinzette dabei. Gut, das hätte ich jetzt auch nicht ganz unbedingt gebraucht, aber okay. Und hier so ein kleines Spachtelchen, das finde ich auch gut. Und dann kann man das nämlich hier so zusammen machen und hat man das in einem. Das finde ich ganz gut. So, das war's von Amazon.
Jetzt zeige ich euch mal schnell noch die paar Sachen, die ich von Action habe. Das waren jetzt nicht so ganz so viele. Da habe ich einmal hier solche Handtücher, die sind 30x50. Solche ähnlichen habe ich schon mal im dänischen Bettenlager gekauft. Da hat eins 5 Euro gekostet. Und ich glaube, das hat jetzt hier eins noch was gekostet. Preise weiß ich leider nicht. Zettel habe ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind die ganz weich, hier so ein paar Fransen dran. Und weil die, die ich jetzt habe, schon ein bisschen gelitten haben, habe ich mir jetzt die nochmal mitgenommen, weil ich die Farbe schön fand. Ja, 4 Stück. Mehr gab es leider nicht, sonst hätte ich mir mehr mitgenommen. Dieses. Dann habe ich mir hier so kleine Aufbewahrungsdöschen mitgenommen, weil ich mir jetzt ein paar Perlen gekauft habe. Und ja, da lässt sich das schön einsortieren. Ja, diese. Dann ganz langweilig diese A6-Tütchen. Nehme ich ja für meine Stempel und für meine Stanzen zur Aufbewahrung. Dann habe ich noch dieses Stempelset gefunden. Und das habe ich hauptsächlich deswegen mitgenommen, weil ich das so, so niedlich finde. Das sind wie so, ja, so kleines Perlenkettchen oder so. Die Gräser finde ich auch schön, aber hauptsächlich deswegen muss ich das mitnehmen. Dann habe ich nur noch diese Perlen mitgenommen. Da gab es noch ganz viele verschiedene Farben, aber weil ich immer keine Blautöne habe, weil das eigentlich nicht so meine Farbe ist, habe ich die jetzt aber auch mitgenommen, weil manchmal braucht man eben auch Blau. Dann habe ich hier die mitgenommen und die riechen so geil. Ich hatte das jetzt alles in einem Beutel. Jetzt habe ich den Beutel aufgemacht, da kam mir eine richtige Duftwolke entgegen. Weiß ich leider, ich glaube 4 Euro oder so, ich weiß es leider nicht mehr. Auf jeden Fall, oh, kauft die euch. Ihr müsst euch die kaufen, weil die so geil riechen. Und auch in den schönen Farben, passend zum Frühling. Dann habe ich mir noch hier so ein paar kleine Stanzen mitgenommen. Einmal mit hier so einem Fee oder Elfe. Dann hier die finde ich auch obercool. Konnte ich jetzt leider noch nicht ausstanzen, sonst wäre das Video in den nächsten 4 Wochen noch nicht gekommen. Das hier, weil ich ja mal, ich mache ja gerne so Baby-Sachen. Wie so ein Mobile. Dann hier das mit den Rosen. Und Schmetterlinge. Schmetterlinge kann man immer nicht genug haben, finde ich, in allen Formen und Varianten. Und dann hatte ich ja im letzten Video gesagt, dass ich die mal mir jetzt doch kaufen will. Die habe ich mir jetzt erstmal in dieser rot-rosa Variante mitgenommen, einfach weil ich es erstmal testen wollte. Und leider funktioniert das auf diesem Aquarellblock vom Action nicht. Das ist jetzt hier so ein Stück aus so einem Block vom Action. Und da hat man ja einmal diese Pinselstifte, Pinselspitze. Es tut mir so leid. Es geht heute nicht. So, und wenn ich da hier mir auf ein Aquarellpapier vom Action was aufmale. Also was ist das bitte? Also das hat für mich nichts, aber auch gar nichts mit einem Aquarellmarker zu tun. Was kann ich denn hier? Hier geht es gleich ab. Seht ihr das? Also hier, das fusselt. Ein Aquarellmarker muss für mich, also das verstehe ich darunter, verblendbar sein auf Aquarellpapier. Okay, habe ich gedacht, vielleicht bist du zu doof. Hier, das weicht auf, finde ich jetzt Mist. Vielleicht bist du zu doof, nimmst mal die andere Seite und machst schneller. Nein. Also ich bin nicht zu doof, sondern das Papier ist zu doof. Also dafür vollkommen ungeeignet. Da war ich schon ein bisschen stinkig und habe gedacht, ich bringe das wieder zurück. Aber weil ich ja den Kassenzettel nicht mehr habe. Jetzt habe ich aber hier, also hier ist schon ein bisschen was drauf, Aquarellpapier aus dem Rossmann. Das ist ein bisschen teurer. Und wenn ich irgendwas habe und will, dass das geht, dann probiere ich da auch ein bisschen rum. Weil ich eben will, dass es geht. So, das ist jetzt die Rückseite. Aber ihr seht, das ist schon 10-mal besser.
die Reste, die hier runtergehen, das ist von dem Actionpapier. So, also das ist für mich schon mal eher in die Richtung, dass ich hier mit Aquarellstiften arbeiten kann. So, und jetzt mal auf der richtigen Seite. Und da kann ich wirklich die Farbe wieder runterholen und verteilen. Hier hatte ich schon mal mit einem Rotton probiert. Also ich kann hier wirklich 100-mal drüber gehen, ohne dass hier was abfusselt. Also das Ergebnis ist schon ein ganz anderes, obwohl ich sagen muss, ja, mir bleibt einfach, ich finde, man kann den Übergang schlecht machen, weil es bleibt einfach zu viel hier drauf. Man kann das schlecht vermischen. Ja, also ich würde mal sagen, ich bin so semi-begeistert, super enttäuscht von diesem Action-Aquarellpapier. Das geht also für Aquarelltechnik dann mal gar nicht. Ich weiß jetzt noch nicht so genau. Man kann das ja natürlich auch auf eine glatte Oberfläche, auf ein Stück Plastik oder auf einen Acrylblock aufpinseln und dann davon aufnehmen. Ich wollte aber gerne Farben haben, die ich wirklich direkt auf dem Papier verblenden kann. Hier muss ich also nochmal überlegen. Hier weiß ich im Preis 3, nee, weiß ich nicht genau, 3 Euro irgendwas. So, das war's jetzt von Action und jetzt kommt noch Bastelwelt Schobes. So, und jetzt zum Schluss zeige ich euch noch, was ich bei Bastelwelt Schobes bestellt habe. Erstmal die Basics. Und zwar habe ich mir einmal 12x12 Cardstock in Weiß bestellt. 4 Euro, 2 Euro, ich weiß es leider nicht. Ich verlinke euch den Shop und da könnt ihr gerne mal gucken. Oh, ich brauche ja hauptsächlich schwarz und weiß mit so bunten Cardstock, den habe ich zwar auch, nehme ich für Karten, aber so für Alben nehme ich jetzt immer gerne schwarz und weiß. Achso, 10 Stück sind hier drin. Und das hat so eine, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ja, nicht so wirklich so eine, ja, ich weiß, so eine ganz mini Struktur, aber minimal. Es ist schön, ja, schön anzufassen, das ist mir immer wichtig. Eine Grammzahl steht jetzt hier nicht drauf, aber ich denke mal, das lässt sich schön falten und falzen, ohne dass das reißt. Ich finde, man merkt das immer, ob das gut geht oder nicht, und ich denke mal, das funktioniert gut. Beim Actionpapier, das ist ja immer so fett und steif. Also ich finde, das ist nicht so eine gute Qualität und dann reißt das mit den polierten sowieso immer. Dann hier noch so ein Monsterpack schwarzen Cardstock. Das sind 100 Blätter für 28 irgendwas. Ich bestelle mir das gerne immer in so riesen Packungen, weil ich das wirklich ununterbrochen benutze. Und das ist auf einer Seite glatt und hier könnt ihr sehen, das hat so ein bisschen eine Leinenstruktur. Ist aber jetzt auch nicht so dick. Und das bestelle ich mir immer wieder nach, wenn das alle ist, weil das einfach gut funktioniert. So. Dann habe ich mir einmal hier diese Stanzen gegönnt. Die sind auch ziemlich teuer, kostet glaube ich 18 irgendwas. Aber ich brauchte mal Stanzen, dass das auf einen Kartenrolling aus Deutschland passt. Und das funktioniert hier ziemlich gut. Ich habe jetzt hier einen selbstgemachten Kartenrolling und mal ein paar Mattungen ausgestanzt. Also das erste passt ziemlich perfekt auf den Kartenrolling. Und diese Größe, also es ist ein kleiner Unterschied von oben zu unten, also das ist nicht genauso wie hier, aber ich finde optimal, dass das jetzt nicht auf einen Millimeter derselbe Abstand ist wie oben und unten, das stört mich jetzt nicht weiter. Aber ich hatte jetzt immer welche, die entweder viel zu schmal waren oder viel zu lang, was gar nicht auf einen deutschen Kartenrolling gepasst hat.
Und das ist ja, die Amerikaner haben ja andere Kartengrößen. Und deshalb fand ich das sehr cool. Das hat so einen gestitchten Rand, wenn das ausgestanzt ist. Ja, finde ich supi. Würde ich mir jetzt nicht immer kaufen für den Preis, aber wenn man einmal so eine Grundausstattung hat, das kann man ja immer und immer wieder verwenden. Dieses, dann von derselben Firma noch hier so ein paar Luftballons. Ich überlege gerade, was das ist. Ach so, das kann man dann hier quasi wie, ja, wie so ein Lichteinfall wahrscheinlich ausstanzen. Denke ich mal. Ich würde es dazu nehmen. Vielleicht wisst ihr ja noch was anderes, was man damit machen kann. Das, dann habe ich mir mal ein paar deutsche Wörter gekauft. Hatte ich nämlich nicht. Auf einer Karte ist es immer schön. Ich habe Happy Birthday, ja, das versteht auch jeder, aber. Also ich kann es nicht auspacken, es ist aber wirklich alle Achtung mit. Oh, mit super Verschluss verpackt. Man kann es auch übertreiben, Leute. Ist da kein Goldbarren hier drin oder doch? Also. Naja gut, das Auspacken ist nicht so einfach. Oh, das ist hier cool, das habe ich gar nicht gesehen. Mit dem Rand, dass das nur den Schatten quasi ausstanzt. Das ist ja geil. Aber da freue ich mich. Das habe ich nicht gesehen. Also man kann einmal das Wort Glückwunsch ausstanzen und hat dann nur noch mal den Schatten. Das kann man dann mit Vellum machen oder so. Das finde ich sehr cool. Einmal das. Und da freue ich mich. Ach, ich finde es immer schön, wenn man dann noch so eine kleine Überraschung hat. Und das ist ja bei allen. Oh, wie cool. Ja, das kriege ich jetzt nicht auf. Mache ich auch jetzt nicht auf. Auf jeden Fall ist das hier nochmal genauso. Hier steht es auch drauf. Beinhaltet zwei Dice. Also für dich auch wieder mit dieser Schattendingens drumherum. Sehr cool. Und alles Liebe. Die waren sehr günstig. Freue ich mich. Dann habe ich mir mal hier solche Stickles gekauft. Das nimmt man, ja, kann man auf Karten drauf machen oder mit Schablonen nochmal so eine Schicht drüber machen. Das fand ich sehr cool. Wollte ich mal ausprobieren. Dann habe ich mir einmal Masking Sheets gekauft für so Layering-Techniken oder was. Da hatte ich schon mal einen Block von irgendwoher, keine Ahnung. Und da waren die halt so aufeinander geklebt und da habe ich immer nicht rausgefunden. Ja, welches ist jetzt das nächste Blatt oder hast jetzt fünf Blätter? Das war sehr doof. Und außerdem, ganz ehrlich, warum ich mir die gekauft habe, ich habe meinen Block nicht mehr gefunden. Hattet ihr das auch schon mal, dass ihr wisst, ihr habt sowas und findet es nicht in eurem Zimmer oder in eurem Bastelvorräten? Ja, da habe ich mich ein bisschen geschämt, aber nur kurz. Und dann habe ich mir die bestellt. Da sind 10 Stück drinne. Ganz, ganz dünn. Ich denke mal, die gehen auch viel besser als die, die ich hatte. Also war es ja schon für was gut, dass ich sie nicht mehr gefunden habe. Muss ich dann hier so eine Folie abfummeln hinten, dass sie dann kleben. Das kriege ich jetzt natürlich nicht hin. Ja, 10 Stück. Ich schreibe euch alles unten rein, verlinke euch das, dass ihr direkt auf das Produkt kommt bei Bastelwelt Schobis, weil ich es weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen, was die gekostet haben. Dann habe ich mir einmal hier so Acetate Sheets gekauft. Und zwar, die kann man nämlich embossen. Ich habe ja sonst immer nämlich ja Packungsreste für sowas. Oder für so einen Overhead-Projektor, solche Folien. Aber die sind nicht immer schön. Und deswegen wollte ich jetzt mal hier das Original. Na gut, das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Das ist ja richtig dick. Aber kann man hier noch was abziehen? Die sehen sehr milchig aus, finde ich. Seht ihr das? Also so richtig durchsichtig sind die doch nicht. Ah, hier, Schutzfolie. Ach, wie cool. Also hier kann man sich irgendwie noch mal. Oh, geil. So, und dann ist das natürlich schon noch mal Unterschied, gell? Zieht man sich dann ab. Oh, sehr geil, freue ich mich.
Und auf jeden Fall kann man die embossen und also mit Heat Embossing oder Embossing Folder. Und das wollte ich mal ausprobieren, weil ich ja schon gerne so, ja, in meinen Alben auch immer gerne mal sowas verwende. Das. Dann habe ich mir noch eine Stanzschablone gekauft. Und zwar diese. Die habe ich mir jetzt nicht wegen dem Flugzeug gekauft, sondern eigentlich ausschließlich wegen den kleinen Mini-Buchstaben. Da ist das Alphabet drin und dann hier unten noch so komische, ja, keine Ahnung, andere Buchstaben. Und was das hier ist, weiß ich nicht, vielleicht Abstandshalter oder so. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne ja mal schreiben. Und da habe ich schon mal probiert und das ist so cool. Da kann man jetzt hier, was weiß ich, irgendein Wort legen. Das Flugzeug kann man sich ja abschneiden, aber für eine Karte für einen Jungen oder für ein Babyalbum für einen Jungen fand ich das ganz niedlich. Ansonsten würde ich mir das einfach abschneiden. Ich habe es ja, wie gesagt, wegen den Buchstaben gekauft. Und hier habe ich mir so ein, hier von diesen Vierecken, das hier draufklickt und das embosst das dann. Könnte man vielleicht auch nutzen, wenn man jetzt hier was reinstempeln will. Ich habe ja diese Stempel, wenn ihr meinen Haul gesehen habt, den letzten oder vorletzten oder welchen auch immer, hier dieses Alphabet gekauft und die passen ja dann auch in diese geprägten Vierecke rein. Das muss ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall habe ich mich darüber gefreut, fand ich sehr cool. Dann habe ich mir noch einmal ein Papier gekauft, weil ohne Papier geht's nicht. Das ist jetzt hier so. Ja, ein bisschen mehr für Kinder, kräftigere Farben, aber den fand ich so niedlich. Ich stehe ja voll auf die Marke hier, Craftsmith. Bisschen foliert an manchen Seiten. Ach, wie niedlich, ja. Also wirklich cooles Papier. Für Kindergeburtstag, Einladung oder Album oder Karten. Das und dann noch hier diesen. Ich stehe ja eigentlich nicht so auf so Animal Print, aber den fand ich ganz interessant, weil da auch mal sind ja noch ein paar einfache Blätter dazwischen. Und da habe ich mir gedacht, das könnte ein cooles Album werden. Für so ein, ja, für ein Teenie würde ich es ganz passend finden. Ja, also finde ich schon sehr, sehr cool. Auch wieder ein bisschen foliert dabei und ein paar Basics. Ja, sehr cool. Und dann bin ich auch schon ewig drumherum geschlichen, um dieses Schätzchen hier, ein Teflon Bone Folder. Den habe ich mir jetzt endlich mal gegönnt. Von Tonic Studios ist der. Und der soll angeblich keine Spuren. Oh, der ist ja cool. Ganz schmal. Schön griffig, finde ich. Nicht so ganz so rutschig. Und der soll ja keine Spuren auf dem Papier hinterlassen. Der hat hier hinten auch nochmal so eine richtig scharfe Kante, was ich gut finde. Haben wir jetzt mal irgendwas hier? Hier ist noch der Rest von dem Gestanz von eben. Oh, cool. Also der geht ja richtig geil. Also der macht wirklich eine schöne Kante. Ich muss ihn noch so ein bisschen länger probieren und testen und dann sage ich euch dann nochmal Bescheid. Auf jeden Fall gefällt er mir jetzt schon. Ich denke mal, der geht richtig gut, weil der auch sehr schmal ist. Der liegt schön in der Hand. So, das war's. Jetzt habt ihr es geschafft. Das waren meine Sachen, die ich gekauft habe. Jetzt habe ich noch eine Bestellung bei Dani Poys laufen und einmal Kick und Teddy habe ich noch. Das lade ich dann dieser Tage auch noch hoch. Aber das war's jetzt erstmal. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!